So, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play, oder sagen wir mal eher Let's Test. Ich bin der Peter alias Stereopic und willkommen im Train Simulator 2014. Wir machen eine kleine Testfahrt mit dem ICE 3 von Köln nach Düsseldorf. Ja, und wir werden über einiges reden, über Steuersysteme, wie zum Beispiel hier das AFB, was ich jetzt gerade hier fit mache, während ich meine Lok aufrüste. Und wir reden auch ein bisschen über Aufnahmeverfahren. Ich habe da noch so ein paar Problemchen und Fragen. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Was gibt es zu erzählen? Ich bin seit kurzem erst wieder bei Train Simulator gelandet. Der letzte Train Simulator, den ich hatte, war Railroad Simulator 2007. Und davor der Train Simulator, der Ur-Simulator von Microsoft. Ich denke, das sagt alles. Ja, in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Also ich finde die Bedienung des neuen Train Simulators ziemlich komfortabel. So, hier haben wir schon mal hier unsere Zielanzeige und unsere Abfahrtszeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir schauen uns noch ein bisschen in der Gegend um, machen die Lok fertig und so weiter und ich erzähle noch ein bisschen. Und ich bin jetzt irgendwie durch Zufall beim Train Simulator 2014 gelandet. Erste Frage an euch da draußen. Ich habe dieses Let's Play aufgenommen mit EasyVid, ist eine Freeware, die finde ich von der Bildqualität her sehr gut aufnimmt, aber ihr hört diese nervige Musik im Hintergrund, die macht mich auch völlig fertig. Aber es gibt nur zwei Variationen, entweder ich habe gar keinen Ton oder eben halt diese Musik, da habe ich mir gedacht, okay, Schwamm drüber, gut, nehmen wir halt die Musik. Wenn ihr ein Game Capture Programm, ein Gameplay-Programm findet, das wirklich gut aufnimmt, wenig Ressourcen verschlingt, im optimalsten Fall natürlich auch noch umsonst ist, lasst es mich wissen, schreibt mir einen Kommentar und wenn euch das Video gefällt, trotz der kleinen Hindernisse hier heute, dann natürlich, bitteschön, Daumen hoch ist immer gerne gesehen, mache ich auch immer, ist eine Sache der Ehre, oder? So, die Passagiere sind eingestiegen. Und das heißt, wir können Türen schließen und abfahren. Und ich habe es eben schon angesprochen, ich bestreite diese Fahrt mit dem AFB. Ich finde die Diskussion immer sehr witzig. Zwischen den eingefleischten Train Simulator Fans, kann man, soll man mit AFB fahren? Ist ein bisschen müßig, oder? AFB ist das täglich Brot des Eisenbahners in der Realität und egal in welchen Zug man steigt, alle fahren mit AFB. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn das jemand macht. Näher dran an der Realität geht's nicht. Wer ohne fährt, noch besser, das sind die Profis. Respekt, Applaus, ne? Aber Leute, deshalb kriegt man sich doch nicht in die Haare. Ne? So, wir fahren jetzt über die Hohenzollernbrücke raus aus Köln, ab nach Düsseldorf und ich werde hier noch ein paar Sachen einstellen und bin gleich wieder bei euch. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Wir rollen so nach einem kleinen Zeitsprung ein in Düsseldorf. Sehr schön hier zu sehen. Ich finde die Grafik ja oberklasse. Wir rollen ein in Düsseldorf Hauptbahnhof. Fast schon Zeit, mich zu verabschieden. Trotzdem nicht vergessen, einige Fragen hatte ich an euch. Ne? Betreffs Gameplay Capture, wenn ihr ein geiles Programm wisst. Wie gesagt, wenig Ressourcen, gute Leistung und vor allen Dingen Originalton bitte. Dann lasst es mich wissen. Und und zum Thema AFB, ja? Interessante Frage, ne? Stimmt diese Anleitung von Aerosoft überhaupt oder ist das irgendwie aus der Vorgängerversion? Würde ich gerne wissen. Ansonsten ein paar Statements und Kommentare zu diesem Video sind immer schön. Ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder bei einem nächsten und einem vollständigen natürlich Let's Play hier bei mir. In diesem Sinne, tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Bremse auf 0 gestellt hat, soll man sie auf 22% justieren und dann Gas geben, dann würde sich der Zug in Bewegung setzen. So ist es richtig. Das ist totaler Käse.